Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Bencake28. Weiter geht's mit Old World von Moha Games. Und ich bin natürlich in unserer Hot Seat Party nicht allein. Ich habe sie mitgebracht, die Monali. Hallo. So, wie immer am Anfang ein Rundenwechsel nun. Moment, ich hatte gerade die Maus noch irgendwo anders. Oh. Okay, der Axtkämpfer geht jetzt hoch zu meinem Speerkämpfer. Jetzt muss ich kurz aufpassen, Leute. Boah, ist das übel. Boah, ist das gemein. Oh. Langsam wird's echt knapp. Kroton ist fast auch schon in die Hände des Feindes gefallen und die machen alles weiter. Oh. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Die haben auch Kroton erobert. Guck mal, Monali, ich Ja. verliere den Krieg. Oh. Du bist dran. Meine Wahrsager haben mich gewarnt. Die Zeit, das Ende ist nah. Hast du dir eine Erbfolge geregelt? Dumm, dumm. Ich bin schon mitten in meiner Aufnahme schon wieder am Essen, Leute. Das ist so schlimm. Ich bin aber ein krummeliger, hungriger Dino. Ja, also Wie alle wissen. Mona ist 31 und erbt im Moment. Ja. Hier. Genau. Die ist ja auch schon älter. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Der ist ja auch noch. So viele Werte da. Welche Rolle? Statthalter oder Kanzler? Wie alt ist denn jetzt der Nebukadnezar? 86, Leute, krass. Das ist auch in der heutigen Zeit für einen Mann ein hohes Alter. Ein Bergarbeiter wurde fertiggestellt. Ah ja, sie wird noch die Mauern bauen. So, ein kleiner Schleuderer. Der schläft hier. Und der schläft hier auch. Ja, der wollte einfach hier in der Stadt bleiben. Im Gefäß da, oder? So, ein kleiner Elefant. Klein. Das ist der Dumbo. Ja, der bleibt natürlich auch mal hier einfach im Wald. Bis ich mich entschieden habe mit den Römern. Oder die Römer sich mit dir entscheiden. Ah ja, und der war hier auf dem Weg. Wohin denn? Hierhin. Okay. Übrigens hat Revan mittlerweile die German Translation 1.41 veröffentlicht. Vielen Dank. Ob die was taugt, sehen wir jetzt während des Spiels. Werde ich wieder auf Mark und Nieren testen. So, noch ein Sträßchen. Der. Die bauen noch ein Gericht.
Ah, die könnten ein Kolosseum errichten. Dann mach's doch. Der hat da noch einen Handwerker. Und das ist eine Plantage. Minus 4 Steine pro Jahr. Das geht da oder da. Dann kriegen die jetzt ein Kolosseum. Ja, die können auch noch was für die Zufriedenheit gebrauchen. Ja. Die deutsche Sprache können sie für ihre Zufriedenheit nicht gebrauchen. Weißt du auch wieso? Weil die total weird und komplex ist. Wenn man das nicht glaubt, gibt es so ein wunderbares Beispiel, was ich gerne bei im Ausland oder ich im Ausland bin oder wenn jemand aus dem Ausland hier ist, gerne mal aufführe. Und zwar ihnen zu erklären, korrekte deutsche Sätze, die tatsächlich so ihre Gültigkeit haben. Ich hoffe, ich kriege es jetzt in der Aufnahme zusammen. Obacht. Bismarck, 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 bis. Das ist ein korrekter deutscher Satz. Herzlichen Glückwunsch. Ach, nein, den kann ich noch unterrichten. Ich wiederhole nicht, ihr könnt zurückspulen. Ist aktiv, der kann und der kann. Mhm, der Krieger da und dieser Wissenschaftler, glaube ich, ist der andere. Oder Geistliche, ich weiß gar nicht mehr. So, der unterrichtet. 12, 1, 3, 9. Ist aber auch als German Tongue Twister bekannt. In der einen oder anderen Sprache, dieser nette Satz. So. Jetzt habe ich noch Befehlspunkt übrig. Was kann denn so ein Spion? Aha, nee, das kann ich wahrscheinlich noch nicht. Stelle Forschung. Da hast du noch nicht die. Die sind noch zu inkompetent. Gebiet infiltriert. Deckt Gebiet von Rom auf. Mhm. Ich habe Meisterspion Apex gelesen, aber es ist ja der Alex. Einst verstritten. Mit seinem Großvater. Oder war es sein Vater? Ich weiß es gar nicht mehr. Bei deiner Familie blickt man ja auch gar nichts mehr. Da hat ja jeder mit jedem schon irgendwie geredet. Geredet? Mhm. Ja, die Römer, die können mich auch schon nicht mehr leiden, so richtig. Merkwürdig. Wieso? Nein, ich meine es ernst, wieso? Du kannst da drüber gehen über das Minus. Weil du dicht bist, weil ihr verschieden ist, sie ist eine Fanatikerin, du bist ein Wissenschaftler. Und lüstern versus fromm. Sie ist lüstern und du bist fromm. Sie ist lüstern? Sie ist lüstern. Ja. Naja, nächstes Jahr. Es ist wichtig, ich finde es mal wichtig, dem Publikum zu zeigen, wie es sich zusammensetzt. Ich finde, die Debuffs sind schon teilweise ziemlich hart, aber gut, mein Gott. Griechisches Heidentum konvertiert oder genannt von einem griechischen Heidentum konvertiert. Tyrannei, Meisterschütze, Bogenschützen lernen schon extrem wichtig, aber würden die mich jetzt in der Situation noch retten oder eher mauern? Tja. Bogenschützen sind Militäreinheiten. Der Krieg hat mich so nach hinten geworfen. Es ist so schrecklich. Es ist so furchtbar schrecklich. Und ich schaff's nicht einmal, noch eine Einheit zu killen in der Situation jetzt. Ich muss in die Defensive und nee, das darf nicht wahr sein. Ich hätte nur noch eine einzige Einheit killen müssen. Und ich käme an die dran, dann opfer ich aber. Dann hätte ich aber meine Ambition wenigstens abgeschlossen. Die lassen auch übrigens den Speer komplett stehen, ne? Der ist auch versteckt im Wald. Ja, wenn sie nebendran stehen, müssten sie ihn aufdecken. Das ist so... Ja, aber ich will jetzt für die Ambition... Du weißt ja gar nicht,
wenn du die geschafft hast, ob die dann Frieden machen und dann opferst du da eine Einheit. Also. Ja, aber ja. Meinst du, der Krieg wird noch eine Weile gehen? Ja, du kannst erst mal gucken, ob die überhaupt Frieden machen will. Das weißt du ja gar nicht. Ja, aber das weiß ich auch so nicht. Also hassen tun wir uns auf jeden Fall. Guck mal, da gibt's Waffenruhe. Ja, ich muss Gesandten Kimon einsetzen, um das zu machen. Ja, aber dann ist es eh noch nicht diese Runde. Ja, vielleicht will ich aber auch den Frieden noch gar nicht so akzeptieren. Aber eins steht fest, ich muss mich zurückziehen. Ja, dann lass aber doch deine zwei Einheiten, die du hast. Was denn? Wie willst du die aufteilen jetzt? Ja, was soll ich denn machen? Meine Städte sind ja völlig ungeschützt. Ich habe nur noch die beiden. Ja. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Es ist einfach, ich habe keinerlei Schlagkraft mehr. Es ist Schluss, aus, vorbei, Ende. Monali, das ist das Problem. Ich muss überall Militär jetzt bauen, kann keinerlei Zivilsachen mehr machen, außer das, was ich jetzt halt noch fertig mache und muss jetzt alles in den Krieg werfen. Ja, warum versuchst du dann keinen Frieden, wenn es so düster aussieht? Weil ich nur noch eine einzige Einheit killen muss, um meine Sachen zu schaffen. Die Arigaden mögen mich dann um 80 mehr. Wir haben eine Ambition geschafft, was mich einem Sieg näher bringt halt. Wir bekommen 10 Legitimität, einer Einheit. Also wenn es jetzt noch eine Stadt in die Bedrohungslage kommt, vernichtet zu werden von ihnen, dann überlege ich mir das. Okay, aber bis dahin... Kolonien, kann Felder kaufen, Bewegungsbonus entlang Fluss bekommen wir. Leibeigenschaft, alle Städte, Farmen und Weiden, 20% Ertrag. Was soll ich denn da jetzt machen? Das, was du willst. Und wer kauft die dann? Alle oder nur Einheiten? Kannst du ein Head draufschicken, dann kannst du dir das Feld kaufen. Ja, dann muss das, dann würde ich sagen, das Reich muss wachsen und gedeihen. Ich glaube, das hast du auch gemacht. Ja. Kostet bei mir nur irgendwie weniger. Aus irgendeinem Grund noch. Ja, den muss ich halt auch heilen. Das hat keinen Wert. Ich kann nirgendwo einen Angriff machen. Ich kriege jetzt zumindest auch mal einen Speerträger zusammen. Dann. Oder einen Speerkämpfer, um sie als richtig zu bezeichnen. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Bau... Typen ziemlich nah an der Kriegszone gesehen. Das ist natürlich alles andere als witzig. Die armen Leute, was haben wir jetzt da schon lange in Krieg geführt? Ich kann aber halt auch deine Argumentation verstehen, ne? Das Risiko bei so einer Krisenarmee so nahe, aber gebe ich einfach mein Groton auf, ne? Das ist gemein. In 2 Jahren gilt es als eingenommen. Ich habe keine Möglichkeit, es zurückzuerobern. Ich muss echt eingestehen, dass ich diesen Krieg gegen Ägypten... Und ich dachte noch so, dass ich gar nicht so schlecht dastehe, aber da habe ich mich böse geirrt. Wirklich böse geirrt sogar. Die bauen jetzt erstmal ein Theater zur Beruhigung. Ist das gemein? Ehrlich, es ist so gemein. Aber das seht ihr, ne? Wir spielen jetzt hier auch nicht auf der allermächtigsten Schwierigkeitsstufe, die es gibt. Nichtsdestotrotz ist sie hoch, ja? Also nicht die Schwäche, ich glaube, wir spielen auf mittlerer oder hoher. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Wir könnten hier aber auch einfach ein Dorf irgendwo errichten. Oh Mann, ey. Was ist denn gerade mit der Steuerung los? Wolltest du nicht auch eher irgendwie Kaserne oder so für mehr Militärpunkte? Die haben eine Kaserne, die haben eine Garnison. Ich habe keine Möglichkeiten mehr, da was in der Richtung zu bauen. That's the prop. Wir gehen auch die Steine, also das war jetzt auch mein letztes bisschen Stein, was ich noch habe. Ist schon eine beklemmende Situation, in der ich mich in dem Spiel noch nie befand, so in der Form. Was ich noch sagen wollte, ist natürlich... Ja. Sie haben das in der Liste nicht angezeigt. Weil das hier drauf steht. Und Was ich auch übrigens an dem Spiel sehr schätze, ist, wie stark die KI halt auf diesem, sag ich mal, normalen Level agiert.
Also sie ist in der Lage, wenn ihr das unterschätzt, euch militärisch in die Knie zu zwingen. Und das ist halt schon etwas, was die eine oder andere KI nicht kann. Vor allen Dingen finde ich hier das Spelling sehr gut und es ist auch sehr gut erklärt, wie die Kämpfe funktionieren. Ich stehe auf jeden Fall nochmal im Weg. Hatte Leertaste gedrückt, deswegen sind wir jetzt hier rüber gesprungen. Ja, und jetzt sieht man halt genau die Probleme, die wir jetzt hier haben. Wir haben einen Bergarbeiter, es kommt noch ein Axtkämpfer dazu, mir bleibt nichts anderes übrig. Da habe ich wenigstens Material noch dafür. Sieht ziemlich düster aus. Ja. Also, ich weiß nicht, jetzt an der Stelle, wo sind wir denn ungefähr so bei 15 Minuten vom Video? Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr die Lage so nach 15 Minuten eingeschätzt habt. Würdet ihr da jetzt einen Frieden machen oder würdet ihr versuchen, diese eine Einheit noch zu erwischen? Dass ich verloren habe, das muss ich eingestehen. Jetzt möchte ich nicht vernichtet werden, das ist ja schon mal ganz nice, ja. Schauen wir mal, wie wir den Kopf da aus dieser Schlinge bekommen. Letztlich fände ich auch mal interessant, wie würdet ihr in dieser Situation entscheiden? Jetzt Frieden machen oder noch ein paar Runden versuchen, irgendwie mal noch was rauszuholen, was geht? Ab in die Kommentare damit, ich freue mich drüber. So. Ja, ich gucke schon zu. Ich bin still. Wie konnte der denn jetzt so viel Schaden über den Fluss von meinem Speerkämpfer machen? Die mit dem Sternchen. Ah, der läuft einfach auf meinen Speer drauf. Der kann auf den Speer laufen und den wegschubsen? Der hat ihn einfach weggeschubst. Ich dachte, der gilt als Einheit. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja gut, gut, letztlich, egal wie rum, ich habe noch eine Einheit verloren. Oh, wow, 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 wow. Ja, mein Kopf hat die Tischplatte jetzt... endgültig erreicht. Ich bin gestorben. Oh nein. Oh nein. Leute, Nebukadnezar ist tot. Ich möchte ganz viel von eurer ehrlich gemeinten Betrauerung in den Kommentaren sehen. Kondolenz, meine Lieben. Nebukadnezar ist in der Folge 15, glaube ich, ist es. Ne? Die Folge 15, wenn mich nicht alles täuscht, ist er erst gestorben. 15 Folgen lang war der Herrscher deines Reiches. Mhm. Ach, sie war, dann brauche ich hier einen neuen Posten. Minus, minus, was ist denn hier los? Der ist 23. Ja, dann wird das der hier. Auch nicht das Beste, aber die sieht ja noch aus wie ein Kind. Die ist 10. Ah ja. Ja. Ist die Erbin. Ah, das ist jetzt die Erbin. Der dann wird die gleich mal unterrichtet und umbenannt. Das ist jetzt die Pauline. Die Pauline? Mhm. Nette Paul? Nein, das ist doch ein Mädchen. Ach so. Prinzessin Pauline. Mhm. PP sozusagen. Die ist beschäftigt. Beschäftigt. Das Abantokus würde ich nicht nehmen, wenn es nicht sein muss. Es sieht eher so aus, als würde er irgendwann jetzt Nebukadnezar Gesellschaft leisten. Und das ist die zweite Tochter. Das ist die... Was denn, das guckst du mich jetzt an? Ich werde dir ganz Namen bestimmt keine Tipps mehr geben. Ein Namentipp, der kann ja nicht viel falsch machen. Doch, ja, dann ist es Glanz und Gloria... Ein Name mit G, das ist Gloria. War mein Tipp. Muss man mal so zuhören. Und ist der Sohn? Habe ich auch gedacht, Sebastian, genau. So. Und dieses Pupsgesicht ganz rechts? Das ist null, das ist gerade neu. Das ist der... Ugly. Mit 2G, Ugly. Der Ulrich. Das ist der Ulrich. Aber das ist ein uneheliches Kind, das weißt du, ne? Von Herzog Carlo. Ja. Der mal sexy war, bis sein Haar nach unten gewachsen ist, statt oben.
Das ist gemein, Leute. Das ist nur eine persönliche Meinung von mir. Mit dieser Meinung müsst ihr nicht konform sein. Manchmal bin ich einfach halt ein Arsch. Oh, hier, neue Statthalter. Ja, die macht das, weil sie grausam ist. Ja, sie ist grausam. Grausam, grausam. Ja, ab sofort. Mona Lee musste ein ganz anderes Art und Weise von, Playstyle zeigen jetzt, ne? Muss jetzt in deinem Rollenspiel, siehst du ja schon diesen finsteren Blick von der Frau oder so, die ihm überlegt, welchen Schmerz sie wem als nächstes zufügen kann. Ja, ja. Aber dafür macht es halt aber ein bisschen Wissenschaft. Ja, dann macht die Hauptstadt halt keine Siedler. Was ist das für eine Spielrunde? Wie wird das jetzt trotzdem? Was ist das für eine Spielrunde? Eine Ambition. Ich schaff's nicht, meine Lieben, ich schaff's nicht, die Mona Lee. Ich schaff's einfach nicht, die Mona Lee in egal was für einem Spiel, egal wie ich es anstellen möchte, zu schlagen. Es ist, also echt, es ist so gemein. Es sieht so schlecht für mich schon wieder aus. Erst der Start, der so furchtbar war, wo auch viele Boni dadurch verloren gegangen ist, dass keine richtige Familie da war. Jetzt dieser Festlandskrieg gegen Ägypten, ich bin so grirre. Der hätte mir heute Abend noch das andere Spiel aufnehmen können. Verhagelt mir komplett die Laune, Mona Lee. Ach, ein Gefallen? Naja, jetzt ist mir so viel der Gefallen. Die schuldet dir noch einen Gefallen. Die schuldet mir dann einen Gefallen. Das ist ein Repay. Hä? Du musst es genau lesen. I won't adapt to Nebuchadnezzar and was not able to repay it. Allow me to repay you in his honor instead. Will you accept? Ja, ich will das Geld haben. Ja, sie ist grausam. Ja, ich nehme das. Was? Snake Signs? Oh. Schlangenzeichen. The weeks before your coronation, a seer discover a strange omen. One dead snake near the palace. With three living baby snakes in nests nearby. Startled, he interprets this to mean that you must hold ceremony in one of the family seats. Which shitty do you choose? Also entweder das, weil sie mögen mich auch nicht so. Und 60. Die Jäger. Mhm. Das gibt natürlich 120, aber in Babylon, die sind ja eh schon stark mit der Kultur. Mhm. Ich würde auch nochmal 270 aus dem Pool rausholen, das wäre jetzt echt gut bei nur noch 722. Ja, die kriegen also das. Also ganz ehrlich, ich würde die nehmen. Ja. Und das übrigens mit den Schlangen ist so wie in Afrika, sich mit dem Wiesel reiben, wenn es einem nicht so gut geht. Ah, Noah kriegt ein Weisheit. Das kann nicht schlecht sein, ja. Taktikstudium. Ist er getötet worden vom Pferd? Nein. Nein. Ha, das kriegt er. Intrigant wird er, weil er wird dann feige, ne? Mhm. Ein bisschen. Ja, dann ist es. Der ist was? Er ist in den Amoritern und seine Schwäche ist, dass er lüstern ist. Mhm. Da kriegt er minus ein Weisheit. Der könnte aber Kanzler werden. Aber das nützt ja halt auch, das weiß halt ja nicht mehr. Mhm. Nö, der kriegt das. Hätte ich auch mich entschieden für. So. Eine Einflussmission. Königin Mona die Neue kann ihn da beeinflussen, wenn ich es richtig verstehe. Aha, der ist verärgert. Den Oligarch. Ja, dann versuchen wir das halt mal. Mhm. Da war jetzt hier viel zu erledigen. Ja, ist doch toll, so ein prosperierendes Reich zu haben, in dem Frieden herrscht. Ja. Ich hab auch Krieg. Könntest du mal ein bisschen... Hier, ich habe auch Krieg mit denen. Ja, wo bist du denn? Hier bin ich. Verkriechst dich hinter deinem Teich da. Ja, was soll ich denn dort? Ich habe hier die Römer, ich kann meine Truppen da nicht rüberbringen. Deinem Schicksal erliegen und deinem Ehemann aus der Patsche zu helfen, wie immer. Ja, und dann überfallen mich die Römer. Nee. Das haben wir nicht gewettet. Du willst mich vernichten. Du willst, dass ich winzle und zugebe, dass du gewonnen hast. Ach, ich brauche ja erst so einen Gärtner. Ja. Hallo?
Ach, da unten steht es. Das war früher hier. Ich gucke immer. Ja, ich weiß auch nicht, warum das nach rechts unten verschoben worden ist. Ich hoffe, ich habe da nichts verstellt. Ich meine aber nicht. Das ist total verwirrend. Nee, aber hier da ist ja so ein Zitronending, aber... So ein Zitronending? Das ist keine Luxusressource. Ja, schade. So ein Zitronending ist keine Luxusressource, ja. Und was habt ihr heute so errichtet? Wir haben ein Zitronending gebaut. Geil. Geil. Das ist eigentlich so ein Scaven-Gespräch. Ja, das soll ich mal. Ding, Ding gebaut. Die bauen einen Graben. Die graben jetzt. Ja, mach es jetzt, ey. Mach schneller. Da gibt's verfügbare Kandidaten. Oh. Verfügbare Kandidaten. Da blinkt der Gouverneur auf dich fröhlich an und alle sind schlecht. Oder noch schlechter. Und eine ist am schlechtesten. Das sind ja alles voll die Kacke. Da ist nochmal Amadokus, der Draker, mit 78 noch derjenige, der am wenigsten Schaden anrichtet. Nö, sie macht halt ein bisschen miese. Game, ja. Aber dafür Hämmerchen finde ich besser hier. Zack. Zack, ja. Ja, kleine Mutter, wenn sie so viel ausgibt für ihren Schmuck, den sie da am Kopf und weiß der Geier wo und in ihren Genitalien trägt. Dann muss ich halt vielleicht noch ein paar Dörfer bauen. Ich dachte ausrauben oder plündern oder so. Bist du die Grausame jetzt, Mona Lee? Ist vorbei mit deinem Schmusi-Spusi hier. Du musst jetzt mal ein bisschen brutaler werden. Gar nicht, das ist nur so mein Titel. Du bist grausam, das ist Fakt, Mona Lee. Also die Herrscherin, Mona, die Neue, ist grausam. So wie du zu mir bist in meinen verzweifelten Momenten. In deinen verzweifelten Momenten bin ich grausam. Ja. Aha. Ja. Du warst es, die noch mitgemacht hat und Motivationssprüche vorgelesen hat. Mitgemacht? Wer macht denn sowas? Außer Grausame. Ich hab nicht mitgemacht, ich hab das angefangen. Und das machen auch nur grausame Menschen. Motivation verteilen? Ja, Motivationssprüche einfordern von anderen. Ja. Die ich dann auch noch vorlesen darf. Damit du motiviert bist. Gibt's hier nichts für Hämmerchen hier? Du brauchst für Hämmerchen hier. Steine, Holz. Da gibt's Hämmerchen-Sachen. Also Stein und Holz hast du ja mehr als genug. Mhm. Wow, eine Universität kannst du errichten. Ein Justizministerium, ein Schloss, eine Hochburg, eine Zitadelle, während mein Reich einfach nur noch brennt. Das kann ich nicht, brennt. Weil die mehr, wie heißt's? Ja, die brauchen so ein Theater wahrscheinlich. Ja, das Amphitheater ist halt schon ja, nicht schlecht, ne? 3,6 Kultur. Die brauchen mehr Kultur. Ah, die, ja, genau. Und die kosten 3 Stein pro Runde, weil keine Ahnung, was sie da drin treiben. Jetzt geht dauernd kaputt und dann muss man es wieder ausbessern und dann ja, da geht es wieder kaputt. Neue Steine für neue Kulissen und so, ja. Ja, ich weiß, diese Künstler, das ist einfach, oh Gott, allein. Ah. Du hast die Ebene, cool, dass es jetzt so auftaucht, ne? Die Ebene der Zentauren hast du entdeckt. Oder die Ebene meiner Schmach, ey. Die Helene da schon tot liegen. Von den barbarischen Orkstämmen aus dem Süden, ne, Ägyptern. Hier, kann ich auch noch jemanden auswählen. Mhm, die Schakaria kannst du da nehmen. Die Zakiti. Ich kann die Schamlose nehmen. Mhm. Oder, ne, der Kanzler kannst du hier nicht nehmen. Dann nimm doch die... Ja, der hat ja schon ein Amt, dann verlässt er den Hofrat. Oder die Nippel kannst du auch nehmen. Also die Humusi von Nippel. Nee, ich bin hier Hämmerchen. Mhm. Dann nimmst du die Schamlose. Mhm. Genau, ein Steinmetz wurde fertiggestellt. Glückwunsch. Danke. Ich konnte bis jetzt wenige Fehler bei Revans Übersetzung finden. Glück für ihn. Du konntest wenige Fehler? Guck mal, wenige. Hier stand es jetzt gerade dran. Ja, gehen wir weiter nach rechts. Oder über den Text von dem Typ? Ah, beim Text. Du musst genau über den Text gehen. Hä? Warum? Hä? Nee, aber hier bin ich über den Text und. Also, ich finde es daneben dran besser, muss ich mal sagen, weil dann sieht man es ja, direkt. Ja, aber ich Ja, ich verstehe das jetzt auch nicht. Ich verstehe es auch nicht, nee. Das ist bestimmt nicht beabsichtigt so. Liegt bestimmt an Srevans Übersetzung. Einer muss schuld sein. Eine Runde, da machen die jetzt noch einen schnellen Steinmetz. Einen schnellen Steinmetz? Ja. Die ganzen Gebäude kosten ja auch wieder Stein. Ich kann mich jetzt nicht auf meinem Stein ausruhen.
Dieses das tut hier, ja auch auf Dauer weh. Die kriegen jetzt auch mal Mauern. Ja, wie weise. So. Das ist jetzt ein Keulenschwinger da schon, ey, oder? Mhm. Kann ich auch gut gebrauchen, aber den auf dem Hals. Einen Pelzjäger haben wir fertiggestellt. Die wollen noch mehr forschen. Ich. Oh, was eine Monsterrunde immer von dir, Monali. Ja, was soll man tun? Weniger. Kinder ausbilden, nicht vergessen. Hm. Okay, dann bin ich dran. Und du hetzt mich immer so. Und dann müssen die Kinder drunter leiden. Der Gesandte ist jetzt gestorben. Der Panik-Sandte ist jetzt gestorben. Na gut, besser hat er dann eine Mission angefangen. Von daher ist auch, weil die wäre dann auch schief gelaufen wahrscheinlich, weil er dann stirbt oder so. Wäre alles für umsonst gewesen. So kann ich jetzt irgendwie eine Einheit von den Ägyptern krillen. Das kann ich natürlich nicht, ne? So, doch, da ich würde. Schleuderschütze. Ja, gut, das muss jetzt mein Opfer sein. Also, ich muss das jetzt irgendwie. Aber das wird wieder nicht klappen. Es wird nicht reichen. Mir reicht die Kampfkraft nicht aus, nicht mal um einen Schleuderschützen über den Jordan zu schicken. Ich habe keine militärischen Mittel mehr. Er zieht sich zurück. Er kann Athen erobern, die hier völlig ungeschützt da steht. Wir müssen auch schon Reparaturen einfügen, weil die dies auch weiter zerstören werden in dieser Runde. Und dann muss ich versuchen, Frieden zu schließen. Und zwar so schnell ich kann. Guck mal, der unten hat 50 ausländische Meinung plus. Und die oben drüber sogar 70. Mhm. Die Aufseherin der Gemächer. Hm, da hatte er viel Spaß mit ihr. Denn er musste immer viel aufräumen. Hatte wahrscheinlich. Dann nehmen wir die Alete da, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Vielleicht ist sie auch besser geeignet, mit Ägypten zu verhandeln. Sie ist ein Diplomat von sich aus. Sie ist korrupt. Charisma von 6 ist immerhin was wert. Dann darfst du gleich mal ihre Mission machen. Ist ja gut, dass sie da den Posten hat, weil als Statthalter taugt sie dann nichts, wenn sie korrupt ist. Ich glaube, du musst schon ein Geschenk machen. Sonst wird das nichts. Ja. Ich muss die Hosen runterlassen und ich habe eine Stadt verloren. Ob die das jetzt so toll findet? Naja, also ich glaube, dass die alte Frau das gerne sieht, wenn der Achilles nochmal die Hose runterlässt. Was? Sende an Karthago 870, erhalte den afrikanischen Krieg. Ja, danke für dieses tolle Angebot. Ja, das kommt ja wie gerufen. Das ist vielleicht meine Rettung. Dein Gemahlin nein. I will speak to Königin Gemahlin about frugality. Another night of revels has come and gone, leaving the court with debts to pay. The Queen, Königin Gemahlin, fills every evening with feasting, musicians and wine from the country. We cannot sustain such expenses. Oh, das ist ganz, ganz mies. Die haben noch kein Kind. Ja, komm, dann mach halt weiter. Aber das wird mich so viel Geld kosten, dieser Quest. Das weiß ich halt leider schon. Ja, du hast dir eine Frau ausgesucht, die hier nur Feste feiert. Es läuft für mich echt so geil. Ja, hör auf, dich so an. Ihr müsst sehen, wie sie sich köstlich amüsiert. Leute, 100 Abonnenten drängt dann, dann dürft ihr es sehen. Solange ihr seht ihr gar nichts, außer ihr hört nur meine bezaubernde Stimme. Die einzige bezaubernde Stimme, die in deinen Let's Plays ist, die von Monali. Ruhe. Ja, vor allem, wenn du wie ein Zwerg redest. Weil das sind eher wie ein Gnom. Oder wie ein Kobold. Boah, soll ich den da mal schicken? Aber das würde nicht mal reichen. Er kann nicht mal einen Schleuderschützen killen. Da muss ich jetzt aber dringend in die Stadt mit dem hier. Um die noch zu retten, Athen. Das war jetzt echt, das ist die letzte Hoffnung, dieser Kriegselefant aus Karthago. Ja, du hast ihn noch ein bisschen weggetrieben. Mhm. Panisch habe ich ihn gemacht. Ich habe ein Monster aus Übersee hergeholt. Ein Monster. Guckt euch das mal an hier. Hä? Nee, jetzt mal ohne Witz, also wenn ihr auf sowas auf dem Schlachtfeld begegnet seid, dann... Was steht denn bei verbessern? Ich frage mich, zu was du den Elefant verbessern kannst, wenn da jetzt Speerträger steht. Nee, gepanzerten Elefanten. Gepanzerte Kriegselefanten. Findest du immer geil, wenn so manchen Spielen so die Einheiten immer mit dir reden.
Okay, ich will die Straße auf Teufel komm raus weiterbauen. Die ist jetzt mittlerweile da, dass da runter musste. Okay, dann gehst du mal. Ich will mir das schöne Lavendel nicht kaputt machen. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht zu nah an den Schleudergeschützen. Mir egal, aber in der Straße läuft der Mensch. Mir egal, Natur, weg damit. Ekelhaft. Der baut ja nur durch. Aha, guck mal, ich habe hier so einen Typen und wir konnten doch da dieses. Jetzt geht Da es. oben kann der so Klosterzeug bauen, so oder was? Nein, darum geht's nicht. Ich sollte doch. Führe den Dualismus ein. Es klingt so ein bisschen, ne, wie so ein Zäpfchen. Wie kann ich jetzt nach. Weil ich kann ja. Ich kann die jüdische Mythologie gründen, ich kann die jüdische Verehrung gründen und ich hätte dann hier die jüdische Gesetzlichkeit. So, was bringt denn was? 5% Ausbreitungschance pro Jahr, jede Stadt Heiligtümer plus 2 von Kloster plus 4. Religionsmeinung von Polytheismus gründen mit jüdischer Jünger. Maximal eine Religionswissenschaft pro Stufe pro Religion. Gründe jüdische Verehrung. Ja, jede Stadt hat 5% Chance von Rebellen. Mehr Geld von Kloster. Hier gibt es mehr Kultur von Kloster. Bild, Religionsmeinung von Gründen jüdischer Bilddeutung. Tempel, Kathedralen gibt es da nochmal. Oh, ey, Leute, sorry, ich muss das jetzt echt mal hier ein bisschen in Schnelligkeit durchlesen. Moment, sonst halte ich euch zu lange auf. Also, was bedeutet jede Stadt? Kostet 10% weniger Unterhalt, Kloster, Religionsmann von Zentralisierung, Gründen mit jüdischer. Die Bilddeutung war ganz gut. Ja. Auf der anderen Seite. Die jüdische Verehrung. Mehr Geld von Klostern und dann hätte ich gerne. Ja, dann machen wir das so. Danach kommt erst mit dem Dualismus. Ja, ich glaube auch, aber es wird halt so nicht angezeigt, weißt du? Das ist das, was mich so ein bisschen abnervt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Frieden machen, deswegen. Und ich werde eh Truppen brauchen, auch wenn sie da jetzt den Frieden akzeptieren würden, werde ich da den brauchen. Die Truppen brauchen, Entschuldigung. Ich benötige den Frieden und ich benötige danach die Truppen. Rache für Kroton. Ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich eine Niederlage eingestehen musste in einem Strategiespiel. Danke dafür. Ernsthaft. Nicht ironisch gemeint. Natürlich ärgere ich mich. Ich bin gerade, Leute, ich bin gerade im Denkprozess, der dauert. Nicht einschlafen, Mona Lee. Du mit deinem Umgeschalte immer. So. Ich brauche mehr Minen für mehr Axtkämpfer. Die Speerträger haben sich nicht als wirkungsvoll erwiesen. Gegen den ägyptischen Ansturm würde ich behaupten. Den wir hier ertragen und erleben mussten. Da ich jetzt eh nichts mehr im Steinbereich habe, kann ich genauso gut hier einen blöden Bauernhof oder eine Farm bauen. Wieso kann ich das Weil du nicht? kein Holz hast. Früh ins Bett. Dann musst du ein Sägewerk bauen. Würde ich auch sagen. Puh, es ist alles so. Ja, egal dann. Besser als halt nichts machen, ne? Ja, kannst auch gebrauchen, wie man sieht. Ja, besetzt du das Feld. Da hat der vorhin nichts besetzt. Vielleicht konnten die da auch Ja. einfach durchlaufen oder. Ich habe echt keinen Vielleicht hat er eine Plan. Fähigkeit So, da wegschubsen. ist der Speerkämpfer fertiggestellt. Der ist auch schon in der Kampfzone. Axtkämpfer mit der Fähigkeit Treu, das macht ihn besser gegen, hat ein bisschen mehr Erfahrung gleich von Anfang an und ja, egal. Ist auch wurscht. So, der hier. Das schon. Na, ja, ich bin dem angegriffen, ja. Uff, wie viel Zeit ist vergangen? Ja, es reicht. Also ist tatsächlich auch für mich heute ein bisschen, war auch mal die einen oder anderen Tage ein bisschen angeschlagen, Leute. Deswegen konnte ich auch an dem einen Sonntag nicht streamen. Dafür nochmal Entschuldigung von meiner Seite. Da ging es mir überhaupt nicht so gut, hat sich aber alles wieder ja, gefixt. Keine Angst, nicht das, was jetzt jeder denkt. Man kann auch mal was Falsches essen. Gut. Du hast sogar null Hämmerchen. Was? Ich habe null Hämmerchen. Null. Ja, ich habe es für irgendwas ausgegeben, keine Ahnung. Oder es ist ein Bug, ich weiß es nicht. Es wurscht jetzt. Ich glaube nicht. Ich hatte eigentlich vorhin noch voll viel und habe nur 200 ausgegeben für das eine. Für was habe ich so viel Hämmerchen ausgegeben? Hä? Ich weiß nicht. Aber du hattest nicht so viel. Ja, dann ist halt wie ist. Und wieso kommen jetzt nicht schon wieder keine
keine Sachen mehr. Warte, kann ich da irgendwas machen? König Achilles der Gerechte, du beeinflusst sie. Ja, ich beeinflusse die jetzt da mal. Was weiß denn ich? Vielleicht bringt es ja Kinder oder sowas. Vielleicht mag sie mich dann mehr oder so. Und da hört auf mit ihrem komischen Geldverschwendung, diese Dame. Die ist beschäftigt, Feste zu feiern. Die hat keine Zeit für dich. Ja, ich weiß, was das für eine Biatch ist, aber was soll man machen? Ich habe kein Glück bei den Familien in dem Spiel, ne? Null! Also sowas. Bei den Frauen meinst du? Ja. Die andere war auch schon nichts. Pech im Spiel, Glück in der Liebe heißt es ja auch, ne? Um auch mal so einen ekelhaften Spruch rauszuwürgen. Und ich hoffe, ihr würgt jetzt alle schön fleißig vom Bildschirm. Apropos würgen. Ich würge dann das jetzt mal ab. Ich sag mal so, vielen Dank fürs Zuschauen. Mega geil, dass ihr alle hier dabei seid und es so abfeiert. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.